Von weit her komme ich zu euch in den Stall. Vom Berg nach oben glaubet mir, als Pilger zu euch am Gemeindehaus hier. Anton ist mein Name, das darf wahr sein. Ich aus Tirol, aber dafür aus dem Allgäu. Wollt ihr mal ein Psychli machen? Aber was treiben denn ihr da für Sachen? Fasnet feiert und Bettringer, Junge und Senioren. Ob ich da auch noch was verloren? Lustig ist jedenfalls, das macht auch mir Freude. Darum finde ich schön, dass ihr alle da seid. Kommt, lasst uns deswegen singen und den Raum zum Klingen bringen. In Windhard gelebt einmal eine alte Frau, für die war die Welt rosig, eher grau. Mit ihrem Einkommen war es schlecht bestellt, mit wohlem Wort, die hat kein Kohlgeld. Überlegt hat sie ewig hin und her, woher denn ein Geld zu kriegen wäre. Und ihr ist in den Sinn gekommen, ja, Sabberlott, ich schreibe einen Brief an den lieben Gott. Lieber Gott, ich bin alt und arm, das Geld ist zu wenig, hab doch einen Baum und schick mir schnellstens 100 Mark, sonst muss ich hungern und es wäre furchtbar. Eine andere Hilfe weiß ich nicht mehr und ohne Monete ist halt verdammt schwer, aber bitte beeil dich mit dem Geld, sonst ist geschehen mit mir in der Welt. So hat sie geschrieben, Angst und Bang, gequält war sie schon wochenlang. Kommt, lasst uns deswegen singen und den Raum zum Klingen bringen. Der Brief wird frankiert und in der Postkasten eingesteckt. Der Postbote hat ihn auch sofort entdeckt. Er sieht die Adresse. Was soll er jetzt machen? An der liebe Gott, das ist ja zum Lachen. Er denkt sich aber, ein Spaß muss sein. Der Brief kommt ins Fach vom Finanzamt ein. Nächsten Tag dort angekommen, vom Beamten in Empfang genommen. Benzin und Glauben, der schmeißt weg den Brief. Da irren sie sich, da liegen sie schief. Er liest die Adresse und denkt gleich dran, wie man der armen Frau wohl helfen kann. Ja, glauben Sie mir, das ist kein Scherz. Es gibt beim Finanzamt sogar Menschen mit Herz. Deswegen singen und den Raum zum Klingen. Ja.
doch der Kopf vom Zeher drunter bis zum Schopf. Ihm kommt der Gedanke und das ist sehr fein. Genau das könnte für die Frauenhilfe sein. Der Beamte fängt gleich an, durchs Büro zu wandern und sammelt recht fleißig von einem zum anderen. Doch leider war der Erlös ein bisschen karg. Statt 100 bekam er nur 70 Mark. Doch das wurde dann unverwandt gleich an die arme Frau gesandt. Die Frau befreit sich, kann es kaum ermessen, dass sie der Herrgott hat nicht vergessen. Und lasst uns deswegen singen. So schreibt ihr Frau rasch ein Dankesbrief. In Eile sie zum Postamt rief. Ihr Frau wollt, Herrgott, ich bin wieder stark und danke dir für die 100 Mark. Doch solltest du mal wieder an mich denken und mir gütigst ein paar Mark schenken, dann möchte ich dich bloß um alles bitten. Das Geld nicht übers Finanzamt zu schicken. Denn vier Nummer haben wir ungelogen von den 100 mal 30 Euro abgezogen. Liebe Leute, bevor ich muss weiter, bleibt froh und ausgehalten. Mein Magen hängt jetzt hier vom Boden und ich will euch ja schließlich loben. Ich hoffe, es gibt mir euch was Gutes zum Stärken. Für meine Wanderung muss auch ich was merken. Auf dem Jakobsweg hat sowieso, lese ich euch närrisch, Navi. Kommt, lasst uns zum Schluss noch ein bisschen auf den Augen.